nennt sich wie sein eigener Hund, peitscht wie ein Weltklasse-Dompteur, ist aber eigentlich ein ganz entspannter Uniprofessor. Indiana Jones. Der Mann mit dem Schlapphut sichert sich mit seinen ersten drei Filmen in den 80ern schnellen Platz im Olymp der Popkultur. Und das bis heute. Action, Witz und viele mystische Schauplätze, das wird einfach nie alt. Also, die Plätze schon, aber nicht, ich meine, ach egal. Weil diese Zutaten auch als Spiel den perfekten Cocktail ergeben, inspirierte Indy damit sogar diverse Entwickler, weswegen es heute so etwas wie Prince of Persia, Tomb Raider oder Uncharted gibt. Es erschienen seit dem ersten Film aber auch immer wieder Umsetzungen mit dem sympathischen Schlapphutträger. Einige davon gelten heute als absolute Klassiker, andere, sagen wir mal, die reihen sich qualitativ eher bei den letzten beiden Filmen ein. 2024 startet Indy mit Der große Kreis nach langer Durststrecke in sein neuestes Videospielabenteuer. Das letzte Indiana Jones Spiel ist schon 15 Jahre her. Die Wolfenstein-Macher Machine Games verfrachten den Mix aus Action, Witz, Rätseln und mystischen Schauplätzen dieses Mal in die Ego-Ansicht. Abgesehen von den kleinen Kletterausflügen. Zeit und Grund genug, um uns einmal durch die wichtigsten Spiele rund um Indiana Jones zu wühlen und seine Höhen und Tiefen Revue passieren zu lassen. Auf geht's! Fortnite hat sein Ökosystem an Spielen um weitere Erfahrungen erweitert. Auf diesem findet ihr nun nämlich neben bekannten Spielerlebnissen wie Battle Royale oder dem Kreativmodus auch die komplett neuen Spiele LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival. So dreht sich in LEGO Fortnite alles um Survival und Aufbau. Mit bis zu 7 Freunden baut ihr in einer LEGO-Welt eure eigenen Dörfer auf, indem ihr Ressourcen sammelt und neue Dorfbewohner aufnehmt. In Rocket Racing, von den Entwicklern von Rocket League, flitzt, fliegt und driftet ihr mit raketenbetriebenen Autos auf kurvenreichen Straßen, wobei der schnellste Weg zur Ziellinie manchmal kopfüber führt. Und dann wäre da noch das Musikrhythmusspiel Fortnite Festival. Spielt mit euren Freunden auf der großen Bühne Hits aus vielen Genres nach oder macht auf der Jambühne eure eigenen Sounds, indem ihr verschiedene Songs kombiniert. Viele der freischaltbaren Inhalte können spielübergreifend eingesetzt werden. Alle neuen Spiele und das bekannte Battle Royale bekommt ihr kostenlos, wenn ihr euch Fortnite herunterladet. Den Download-Link gibt's in der Videobeschreibung. Viele Orte mit spiritueller Bedeutung. Wenn sie eine Linie durch diese uralten Orte in aller Welt ziehen, ergibt das einen perfekten Kreis. 1981 geht alles los. Jäger des verlorenen Schatzes kommt in die Kinos, nimmt bei 18 Millionen US-Dollar Kosten weltweit rund 390 Millionen ein und räumt 1982 gleich 5 Oscars ab. Man kann sagen, kein so schlechter Start, Dr. Jones. Der riesige Erfolg schreit natürlich auch nach einer passenden Umsetzung und das hier ist sie. Naja, fairerweise ist zum Release von Raiders of the Lost Ark erst 1982. Für damalige Verhältnisse sieht das Spiel also zeitgemäß aus und ist inhaltlich sogar recht anspruchsvoll. Das kleine Pixelmännchen hier ist natürlich Indy. Wir sammeln Items ein, nutzen sie für kleine Rätsel und kommen so der Bundeslade immer näher. Das Spiel deckt bei weitem nicht den ganzen Film ab, kommt mit dem damals herausfordernden Ansatz bei Kritikern dennoch gut an. Nach kleineren Indie-Spielen geht es 1984 im Kino mit Indiana Jones und der Tempel des Todes weiter. Ein Jahr später erscheint das passende Spiel. Die Umsetzung kommt von Atari und besteht im Grunde aus drei Gebieten und damit drei Gameplay-Elementen. Indy befreit versklavte Kinder, Indy entkommt dem bösen Kult auf Loren, Indy erobert einen der heiligen Sankara-Steine. Das absolviert der Archäologe dreimal, dann geht's ins letzte Gefecht gegen Schurke Molaram. Das Spiel kam gemischt an. In erster Linie, weil es je nach Plattform gut oder richtig mies war. Wer einen C64 sein eigen nannte, sah statt sowas, sowas. Schade. Dafür gab es erstmals Sprachsamples der Darsteller und originale Musik, wegen der Technik natürlich etwas weniger opulent. Soon, Gulliver will rule the world. Das erste richtig große Ding verdankt Indiana dann LucasArts, oder vielmehr noch Lucasfilm Games. 1989 bringt das damals noch recht junge Studio das Point-and-Click-Adventure Indiana Jones and the Last Crusade heraus. Erstmals erzählt eine Umsetzung die Vorlage fast vollständig nach. Von der Flucht aus dem College, über die Bibliothek in Venedig, über das Schloss Brunwald und die Flucht bis hin zu den drei Prüfungen. Alles ist dabei. Sogar der berühmte Witz. Lucasfilm Games baute sogar Querverweise zu ihren eigenen Spielen und zu Star Wars ein. Statt der Action in Temple of Doom muss Indy hier deutlich mehr Köpfchen beweisen. Sogar mehr als in den Film. Statt einfach nur das X auf dem Boden zu suchen, gilt es im Gralstagebuch ein richtiges Puzzle zu lösen. Statt einfach den Papa aus dem Zimmer zu holen, muss sich Indy erstmal durchs gesamte Schloss knobeln. Dadurch fühlt sich die Spieleumsetzung teils sogar wie eine Erweiterung des Films an, weil wir Bereiche deutlich ausführlicher erkunden als dort. Es gibt sogar Actionsequenzen, in denen wir ein paar Deutsche wegballern. Aber die müssen wir nicht mal spielen. Wer weiß wie, kann sich aus nahezu allen Situationen herauspuzzeln.
Das kam 1989 gut an und ist bis heute beliebt. Indiana Jones and the Last Crusade ist eines dieser Spiele, das in den Jahrzehnten seit Release in Adventure-Kreisen immer noch ein sehr hohes Ansehen genießt. Ganz im Gegensatz zu Indiana Jones and the Last Crusade. Ja, das klingt jetzt erstmal komisch, war aber 1991 auch der Name einer Action-Umsetzung. Die schickt uns sogar in Szenen, die es nicht ins Adventure geschafft haben, etwa Indies Jugend. Aber das simple Hauen, Items suchen, Ausgang finden, das hat man zu der Zeit oft und auch schon besser gesehen. Das Actionspiel verkauft sich zwar okay, kann mit der Popularität des Adventures aber nicht mithalten und ist mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Danach wird's für den Spiele-Indie etwas knifflig. Es gibt keine neuen Filme, es soll aber neue Spiele geben. Wie also an den Erfolg anknüpfen? Die erste Idee, ein von Chris Columbus geschriebenes, nicht genutztes Drehbuch für den dritten Film soll als Basis für ein weiteres Indie-Spiel herhalten. Projektleiter Hal Barwood und Noah Falstein hatten aber eine bessere, eine eigene Idee. Indiana Jones and the Fate of Atlantis gilt bis heute als eines der besten Spiele aller Zeiten. Es gehört zu LucasArts bestverkauftesten Adventures aller Zeiten und galt jahrelang als die Geschichte, die noch einmal verfilmt werden sollte, was leider nie passierte. In diesem Abenteuer sucht Indy die versunkene Stadt Atlantis. Dafür tut er sich mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin Sophia Hapgood zusammen, jagt nach verschollenen Steinscheiben, prügelt sich mit Nazis, versucht in der Wüste zu überleben, fliegt nach Kreta, taucht im Mittelmeer ohne Luftschlauch unter und. Fate of Atlantis ist vollgepackt mit Schauplätzen, Rätseln und Geschichten. Barwoods und Falsteins Ansatz, erst eine komplett neue Geschichte fürs Spiel zu schreiben, macht sich voll bezahlt. Die Mythologie um Atlantis und das stückweise Aufdecken des Mysteriums fühlt sich auch heute noch unglaublich befriedigend und nachvollziehbar an. Selbst die völlig erfundene atlantische Technologie wirkt durchs alienhafte Design fremd und durch den Stein, aus dem es geschnitzt ist, dennoch geerdet. Grund dafür dürfte vor allem die viele Recherche sein, die im Spiel steckt. Hintergründe basieren auf realen Erkenntnissen, erst ab einem gewissen Punkt geht das Spiel weiter und erschafft so diese einzigartige Atmosphäre, für die auch die Filme so bekannt sind. Atlantis ist nicht echt, aber es könnte echt sein. So wie die Bundeslade, der Heilige Gral und die Sankara-Steine. Es wartet nur darauf, gefunden zu werden. Und auch das Spiel dahinter hat viel auf dem Kasten. Es gibt nur ein einziges mieses Rätsel im Spiel. Hallo Tausch auf dem Bazar. Ansonsten sind die Puzzles fordernd, aber nicht überfordernd. Zusätzlich bietet das Adventure drei Wege an. Ab einem gewissen Punkt wählen wir selber aus, ob wir für den Rest des Spiels mehr rätseln, noch mehr Deutschen ins Gesicht hauen oder das Abenteuer im Team zusammen mit Sophia bestreiten. Dadurch ist auch der Wiederspielwert sehr hoch. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden weiterreden, wir haben hier nur an der Oberfläche gekratzt, aber kurz gesagt, das Ding ist super und das kann man auch heute noch gut spielen. Drei Funfacts zum Schluss noch. Tatsächlich überlegten George Lucas und Steven Spielberg, das Spiel zu verfilmen, allerdings wollte Harrison Ford nicht mehr den Hut aufsetzen, aus Angst nur noch Indie zu sein, zum anderen fehlte dem Skript noch mehr Fleisch am Storyknochen für den ganzen Film. Zweiter Funfact, auch Fate of Atlantis erschien als Action-Game, das lose dem Plot des Adventures folgt. Das Spiel aus der isometrischen Perspektive war aber kaum der Rede wert und es ist kein Wunder, dass kaum noch jemand davon spricht. Drittens, bei dem großen Erfolg sollte eigentlich ein Nachfolger kommen. Wegen Deutschland kam er aber nie zustande. Der deutsche Markt war auch schon in den 90ern einer der wichtigsten für Adventures. Der Fate of Atlantis Nachfolger sollte sich aber direkt um Adolf Hitler drehen. Eine Indizierung wäre da sehr wahrscheinlich gewesen. Also eher keine guten Aussichten für einen Verkauf hierzulande und auch der Sargnagel des gesamten Projektes. Seit 1994 gibt es zwar immer noch keinen neuen Indie-Film in den Kinos, für die Games geht es aber nach Fate of Atlantis super weiter. Auf dem Super Nintendo. Indiana Jones Greatest Adventures bündelt alle drei Filme zu einer einzigen Erfahrung. Statt dem gemächlichen Tempo der Adventures kehrt der Held wieder zurück zu seinen actionreichen Wurzeln. Per Peitsche, Pistole oder mit den Fäusten ballert sich Indy durch die Vorlagen, auch wenn das Spiel hier und da mal ein bisschen übertreibt. Anstatt einfach wie ein Tempel des Todes zum Altar zu schwingen, hüpfen wir hier über einen Fluss aus Lava mit beweglichen Plattformen. Da schlägt Greatest Adventures in die gleiche Kerbe wie Super Star Wars. Ist ja ein Spiel, das vor allem Spaß machen soll, also was soll's. Das Spiel macht durch simple Spielprinzip auch heute noch was her, einen nachhaltigen Eindruck macht Greatest Adventures zusammen mit den beiden Quasi-Vorgängern The Young Indiana Jones Chronicles und Instruments of Chaos starring Young Indiana Jones vor allem mit seiner Ausrichtung. Die drei Spiele markieren nämlich die Abkehr vom Point-and-Click.
Bis heute. Selbst das kleine Desktop-Adventure besitzt zwar viele Rätselelemente, ist aber kein Point-and-Click mehr. Bis auf einen kleinen Blick ist das Ding hier aber sowieso kaum der Rede wert. Geschichte und Puzzles sind zufallsbasiert, der Stil ist sehr reduziert und alles läuft auch noch in einem kleinen Fenster auf dem Desktop. Passt zum Namen, markiert aber einen kleinen Tiefpunkt des Spiele-Indies. Ende der 90er wird es eng an der Spitze des Action-Adventures. Die Tomb Raider-Reihe begeistert mit einem Mix aus Action, Witz und mystischen Schauplätzen. Indie hat mit Lara Croft auf einmal starke Konkurrenz. Indiana Jones und der Turm von Babel macht gar kein Hehl daraus, dass es sich spielerisch an Tomb Raider orientiert. Mit einem großen Unterschied. Während Core-Design Lara schon zum vierten Mal in 3D entwickelt, ist es für Indie und LucasArts das erste Mal. Entsprechend ruppig fühlt sich der Turm von Babel auch an. Die Optik wird klobiger, matschiger, die Steuerung behäbiger und langsamer als bei der Konkurrenz. Dennoch überzeugt das Spiel Kritiker und Fans. Nicht nur mit Lizenz, Musik und deutscher Originalstimme, sondern auch mit seinen Inhalten. Nun, dann wollen wir mal. Turm von Babel sieht zwar wie ein Actionspiel aus, ist im Grunde aber sehr nah an den alten Adventures dran. Es legt viel Wert auf Rätsel, bietet genügend Raum für Erkundungen und erzählt einmal mehr eine spannende Geschichte, die sogar ein bisschen an Fate of Atlantis anknüpft. Zusammen mit Sophia Hapgood, die mittlerweile für die CIA arbeitet, lüftet er das Geheimnis des titelgebenden Turms. Die Geschichte schrieb, wie könnte es auch anders sein, erneut Hal Barwood. Trotz der Mäkel ist das hier unterm Strich also ein gelungenes Erlebnis, außer vielleicht auf dem Game Boy Color. Yep, dafür gibt's auch eine Version und im Grunde stecken hier die gleichen Zutaten drin, nur sehr viel vereinfachter und damit auch ein wenig öder. Uruwatu, I'm close now. Mit Legende der Kaisergruft gibt LucasArts das Franchise ab, und zwar an The Collective, die später auch die Lizenzumsetzung zu Star Wars Episode 3 entwickeln werden. Auch inhaltlich geht Indie den nächsten Schritt. Die Grafik wird zeitgemäßer, die Steuerung direkter, das Erlebnis actionreicher und das Atmen lauter. Man gewöhnt sich dran, es ergibt bei dem ganzen Geklettern auch Sinn, aber Heidewitzka, was schnauft uns der gute Mann erstmal die Ohren voll? Indiana treibt es in diesem Abenteuer mal wieder in asiatische Gefilde. Ein mysteriöses Artefakt verwickelt ihn schnell in die Suche nach dem Grabmal des ersten Kaisers von China. Dieser Rahmen führt Indy dann erneut zu den schillerndsten Orten. Das Gameplay neigt sich dabei weg von der Puzzle hin zur Action-Richtung. Rätsel gibt es, aber sie fallen eher überschaubar und auch einfacher aus. Dafür erreichen die Gefechte eine nie dagewesene Tiefe. Nicht nur steht der Faustkampf mit diversen Combo-Attacken im Fokus, wir setzen nun auch die Peitsche fließend in Kampf ein. Entwaffnen, zu uns ziehen und wegboxen, alles kein Problem. Da trotzdem noch Gegner mit Waffen wild herumballern, müssen wir sogar strategisch vorgehen. Wir schalten solche bewaffneten Feinde natürlich zuerst aus, aber Achtung, fallengelassene Pistolen und Co. heben die Gegner auch wieder auf. In den Kämpfen entwickelt dieser Indiana Jones daher einen für ihn nie dagewesenen Flow, da fehlen die knackigen Rätsel aus Turm von Babel nicht mehr ganz so doll. Die Legende der Kaisergruft ist also insgesamt schneller und rasanter als alles zuvor. Das merkt man auch am Klettern, das nun solche akrobatischen Leistungen erlaubt. Dafür ist die Abwechslung in Gameplay und Optik etwas dürftig und das Speichersystem eine Katastrophe. Jedes der kleinen Level müssen wir am Stück schaffen. Das Spiel speichert nur am Anfang eines Gebiets. Wer kurz vor Ende nochmal stirbt, tja. Unterm Strich bleibt dennoch ein weiteres tolles, wenn auch nicht herausragendes Abenteuer mit Indie, das vor allem von der Atmosphäre und den Gefechten lebt. Danach wird es um Indie erstmal still. Ein schickes Abenteuer für die Xbox 360 mit der Euphoria-Physik-Berechnung wird als das nächste große Ding gehandelt, aber das sollte so nie erscheinen. Dafür kommt dann 2008 Lego Indiana Jones die legendären Abenteuer. Die damals noch recht junge Lego-Reihe von Traveller's Tales hatte gerade erst Star Wars mit dem Spielzeugmännchen nachgebaut. Indie war die zweite Marke mit dem Klötzchen-Look. Spielerisch war das hier deswegen keine Überraschung, aber eben auch noch nicht so abgenutzt. In insgesamt 18 Leveln erzählt das Lego Indie die ersten drei Filme nach. In jedem Level gibt es kleine Puzzles, die wir allein oder per Koop-Partner lösen. Wir verdreschen böse Lego-Männchen und sammeln viele, viele Steine und Collectibles ein. Ein Riesenspaß, weil Zwischensequenzen die Geschichte mit viel Charme und Pantomime zum Schreien komisch nacherzählen. Ha.
Gleichzeitig sorgt das Spiel insbesondere im Koop-Modus für herrliches Chaos. Feinde rücken an, wir müssen noch eine Banane für einen Affen finden, dann schubst unser Partner uns aus Versehen in den Abgrund und dazu ertönt noch die originale Filmmusik. Großartig. Und hey, Lego Indiana Jones ist sogar das bestbewertetste Indie-Spiel überhaupt. Okay, auf Metacritic, da sind die ganzen alten Spieler natürlich nicht dabei. Sonst wäre ja Fate of Atlantis ganz oben, aber egal. Den Erfolg versucht Traveller's Tales 2009 noch einmal mit Lego Indiana Jones 2 die neuen Abenteuer zu wiederholen. Mittlerweile gab es ja auch noch einen vierten Film. Neu sind spielerisch vor allem die vielen offenen Gebiete zwischen den Levels. Etwas, das der Entwickler später noch im ganz großen Stil mit richtigen Open Worlds machte. Dafür weicht die Inszenierung stark von der Vorlage ab. Ich kann mich zumindest nicht an diesen Boss am Ende von Tempel des Todes im Film erinnern. Das Spielprinzip fesselt immer noch. Es ist cool, dass der vierte Film jetzt auch dabei ist, aber der Vorgänger war gerade einmal ein Jahr her. Weil die Open Worlds für geradlinige Action-Abenteuer dann doch sehr herausgerissen haben, weil die Levels im Vergleich zum Vorgänger weniger ausgefeilt wirken und gerade weil Teil 1 eben erst 12 Monate her ist, wirkt Lego Indie 2 zum Release wie eine unausgereiftere Version von etwas, das es schon gibt. Ja. 2009 wird es dann aber auch nochmal richtig aufregend. Erinnert ihr euch noch an den Trailer mit der Euphoria Physik-Berechnung für die Xbox 360? Daraus soll jetzt dann doch noch was entstehen. Aus dem vielversprechenden Material wurde aber, naja, das. Indiana Jones und der Stab der Könige ist 2009 nur noch ein Bruchteil dessen, was die alten Bilder einst versprachen. Es erscheint auch nicht einmal mehr für die Xbox 360, sondern primär für die Wii und setzt stark auf Bewegungssteuerung. Dieses Mal sucht Indy den Stab des Moses und landet bei der Suche auch in San Francisco. Die Szenen aus den alten Trailern sind also irgendwie da und doch nicht. Kein Wunder, später stellt sich heraus, dass die neuen Entwickler bei Behavior Interactive kaum Assets aus dem Prototypen übernommen hatten, nur Ideen und Szenen. Für Indie bedeutet das 2009, er ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Die Level sind linear, die Geschichte ist nett, aber unfreiwillig komisch inszeniert und die Bewegungssteuerung fällt so ungenau aus, dass es einen wahnsinnig macht. Immerhin war auf der Wii Fate of Atlantis als Goodie dabei. Das ist aber wirklich das Beste am gesamten Spiel und das ist kein gutes Zeichen für dessen Qualität. Für Indie war seine große Videospielkarriere damit erst einmal vorbei. Eigentlich wollte LucasArts mit dem letzten Abenteuer das schaffen, was 2007 Uncharted vormachte. Das ging dann gründlich in die Hose, der Stab der Könige und auch Lego Indiana Jones 2 sind bis 2024 die letzten beiden Spiele mit dem Archäologen. Im Sande Afrikas. Aber kehren wir nochmal zum Intro zurück und schließen auch hier einen großen Kreis. Wie wir ja wissen, kehrt Indiana Jones mit Der große Kreis nach 15 Jahren endlich als Videospielheld zurück. Und Machine Games scheint ziemlich genau zu wissen, worauf es ankommt. Wenn wir in den vergangenen Minuten nämlich etwas gelernt haben, dann, dass es ziemlich egal ist, ob es mehr Action, mehr Rätsel, mehr Dialoge gibt. Wichtig ist es, ein gutes Spiel abzuliefern. Das Tolle an Indiana Jones ist, dass er in so vielen Genres funktioniert. Seine Figur deckt so viele Bereiche ab, dass er fast überall reinpasst. Deswegen dürfte er sich auch im Ego-Shooter-Genre pudelwohl fühlen, sofern gut umgesetzt. Ob der große Kreis auch den Kreis der großartigen Indie-Spiele erweitert, sehen wir noch 2024. Das waren aber zunächst einmal die wichtigsten Spiele rund um Indiana Jones. Welche davon spielt ihr auch heute noch? Oder mögt ihr doch lieber die hier weggelassenen Abenteuer wie Young Indiana Jones Chronicles? Sagt es uns in den Kommentaren.